Es ist wieder Review-Zeit und diesmal sehen wir uns das Meizu M3 Note an, das aktuelle Budget-Tablet von Meizu. Let's go! Geliefert wird das Teil in einem typisch und schlicht gestalteten Smartphone-Karton, der sich aufgrund seiner rauen Textur ziemlich schwer öffnen lässt. Mit dem Gerät bekommt ihr einen SIM-Pin, Papierkram und ein Micro-USB-Kabel mitsamt einem 5V 2A Ladegerät. Beim Design setzt Meizu erstmals in der M-Note-Reihe auf Metall und passt sich damit dem aktuellen Trend an. Das Gehäuse sieht dem Meizu MX5 sehr ähnlich, wirkt aber etwas weniger wertig, da es nicht per CNC-Fräse im Unibody-Stil, sondern im Pressverfahren gefertigt wird, genau wie beispielsweise beim Xiaomi Redmi Note 3. Die Verarbeitung ist Meizu aber trotzdem sehr gut gelungen und es gibt hier eigentlich nichts auszusetzen, vor allem nicht beim Preis von nur rund 103 Euro in China. Beim Homebutton hat Meizu gute Arbeit geleistet, dieser fühlt sich deutlich besser an als beim MX5 und knackt nicht mehr so laut. Ebenfalls gefällt, dass sich um das Display auch beim weißen Modell kein schwarzer Rahmen zieht. Die Kamera steht nicht aus dem Gehäuse heraus. Die Abmessungen sind dafür, dass hier ein sehr großer Akku verbaut wird, in Ordnung. Hier haben wir es mit 153x75,5x8,5mm bei 164 Gramm Gewicht zu tun. Beim Display erwartet uns ein hochwertiges 5,5 Zoll LCD-Display mit Full-HD-Auflösung, das im Alltag viel Spaß macht. Farbwiedergabe, Blickwinkel, Kontrast und Helligkeit sind gut, die Ablesbarkeit im Freien kann überzeugen. Kopfschmerzen bereitet dagegen die automatische Helligkeitsregelung, welche noch verbessert werden muss. Bei Tag ist die Helligkeit meistens auf 100%, im Dunkeln dagegen geht sie direkt auf die niedrigste Stufe, welche fast schon zu niedrig ist und das Ablesen erschwert. Das Touchpanel macht einen guten Eindruck, Meizu setzt hier statt Gorilla Glass auf Dynorex T2X-1, welches im Test keine Nachteile aufgezeigt hat. Die Oberfläche könnte aber noch etwas glatter sein. Das 10-Punkt-Touchpanel reagiert präzise und schnell, allerdings nicht ganz so schnell wie zum Beispiel beim Meizu Pro 6. Schnellschreiber werden hier minimal ausgebremst. Im Inneren des Meizu M3 Note steckt ein MediaTek Helio P10, allerdings in der Version mit nur 1,8 GHz Takt. Überrascht waren wir deshalb von der Performance, welche vor allem beim Spielen über der des Elephone P9000 liegt, welches ja auf die 2 GHz Variante setzt. Hier hat Meizu also einmal mehr exzellente Arbeit bei der Optimierung geleistet. Zwei Flaschenhälse finden wir aber bei der Speicherausstattung. Das Basismodell mit 16 GB Speicher kommt nur mit 2 GB RAM daher. Wer auf 3 GB RAM nicht verzichten kann, muss auf die etwas teurere 32 GB Version setzen. Außerdem ist der interne Speicher unverschämt langsam und erreicht allenfalls die Geschwindigkeit einer MicroSD-Karte. Was sich Meizu dabei gedacht hat, verstehen wir beim besten Willen nicht. Im Alltag wirkt sich das in Form von längeren Ladezeiten beim Starten von Apps oder beim Booten des Smartphones aus. Bei den Sensoren erwartet euch die volle Ausstattung inklusive Magnetkompass und ein Gyroskop, ein Schrittzähler fehlt jedoch. Der Fingerprint-Scanner ist im Home-Button integriert, arbeitet etwa genauso schnell wie im Meizu Pro 6, aber die Geschwindigkeit kann mit Sicherheit noch verbessert werden. Auch die Ausfallrate ist mit 2 von 10 fehlgeschlagenen Sperrversuchen noch recht hoch. Hier muss also noch etwas nachgebessert werden, wie bei anderen Meizu-Geräten muss der Button zum Entsperren gedrückt werden. Als Betriebssystem läuft auf dem Meizu M3 Note Flyme 5 basierend auf Android 5.1. Die Optimierung ist Meizu hier wie üblich exzellent gelungen und so läuft das System absolut flüssig, ohne jegliche Ruckler oder Hänger. Auch hier gibt es derzeit aber noch keine Global ROM, was bedeutet, dass man vorerst mit der englischen Sprache leben muss. Außerdem ist etwas Bloatware vorhanden, die aber problemlos deinstalliert werden kann. Rootzugriff ist nach Einrichten eines Flyme-Accounts mit einem Klick in den Systemeinstellungen möglich. Beim Empfang konnte das Meizu M3 Note durch Signalstärke auf Top-Niveau überzeugen, was sowohl für WLAN als auch Mobilfunk gilt. Leider gibt es aber auch hier wieder kein FDD LTE Band 20. Der GPS-Empfang funktioniert tadellos, auch bei starker Bewölkung werden hier problemlos Genauigkeiten von einem Meter erreicht. Bei der Audioqualität enttäuscht das Meizu M3 Note im Vergleich zur Konkurrenz von Xiaomi etwas, zumindest was den internen Lautsprecher betrifft, dieser klingt relativ flach. Über Kopfhörer erhält man aber einen kraftvollen und klaren, gut abgemischten Klang. Beim Telefonieren liefert das M3 Note ebenfalls eine sehr gute Performance ab, das Noise Cancelling funktioniert dank eigenem Mikrofon hervorragend. Die Kamera im Meizu M3 Note löst mit 13 Megapixeln auf und verfügt über eine f2.2 Blende, die Frontkamera mit 5 Megapixeln und f2.0 Blende. Die Hauptkamera unterstützt außerdem PDAF und Slow-Motion-Aufnahmen mit SD-Auflösung. Der Blitz ist eine zweifarbige Dual-LED-Einheit. Kurios, 13-Megapixel-Aufnahmen sind nur im 4:3-Format möglich. Wer unbedingt Bilder im 16:9-Format schießen will, der muss mit einer niedrigeren Auflösung von nur 3 Megapixeln leben.
Bei Tageslicht erzeugt die Kamera schöne Aufnahmen mit für die Preisklasse sehr gutem Detailreichtum und schönen Farben. Mit etwas Übung kann man so mit der Kamera tolle Fotos schießen, die auf den ersten Blick nicht auf ein Budget-Verblätt schließen lassen. Bei Lowlight-Aufnahmen neigt die Kamera aber zum Bildrauschen, sodass Aufnahmen bei Dämmerung oder Nacht ohne Blitz nicht sehr ansehnlich sind. Apropos Blitz, dieser ist wirklich sehr hell und schafft es damit auch größere Räume problemlos auszuleuchten. Videoaufnahmen werden mit maximal 1080p angefertigt und sehen gut aus, wirken aber auf die Entfernung manchmal etwas pixelig. Die Audioqualität ist okay, jedoch hat das Gerät etwas Probleme mit lauten Geräuschen und Wind. Die Frontkamera ist bei Tageslicht durchaus selfie-tauglich, die Qualität leidet aber bei schlechter Ausleuchtung, ist aber trotzdem noch akzeptabel. Selfie-tauglich ist sie dann aber nicht mehr. Die Akkulaufzeit ist es, welche wir zum Hauptkaufgrund des Meizu M3 Note erklären. Das Handset verfügt über einen 4100 mAh Akku und damit eine ordentliche Kapazität. Die damit erreichte Akkulaufzeit ist wirklich beeindruckend und wir hatten stellenweise Schwierigkeiten, das Handset bei normaler Nutzung leer zu bekommen, was beim Testen solcher Geräte wirklich durchaus nerven kann. 3 bis 4 Tage Laufzeit sind bei mäßiger Nutzung durchaus drin, bei intensiver Nutzung inklusive Kamera und GPS sind es aber immer noch 2 Tage. Im Geekbench 3 Akku-Benchmark wurden knackige 10 Stunden und 26 Minuten Screen-On-Zeit bei ca. 40% Helligkeit sowie ein Effizienzscore von 6216 erreicht. Was uns jedoch fehlt, ist Fast Charging, denn den Akku zu laden dauert von 20 auf 100% rund 3 Stunden. In Anbetracht der langen Laufzeit ist das aber zu vertreten. Das Fazit: Mit dem Meizu M3 Note zeigt Meizu, was man in China für kleines Geld bauen kann, sofern man denn will. Ja, das Meizu M3 Note hat hier und da ein paar Schwächen, allen voran der langsame Speicher, das fehlende LTE Band 20 und die paar Kameramacken. Die unterm Strich gute Performance und die sehr gute Akkulaufzeit entschädigen dafür aber. Damit ist das Handset eines der derzeit besten Budget-Akkumonster am Markt, zumindest für die, welche auf LTE in Deutschland eher weniger Wert legen. Das war es dann soweit von unserer Seite. Wenn noch Fragen offen sind, dann stellt diese doch einfach unten in den Kommentaren. Weitere Infos und den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das gefällt, was wir bei China Mobile Mac machen, dann besucht uns doch mal auf chinamobilemac.de und folgt uns hier auf YouTube. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis bald.